Hallihallo und willkommen zu, was spielen wir eigentlich? Wir spielen The Cat and the Coop. Jeder fragt sich bestimmt, was ist, um Himmels Willen, bitte das für ein Spiel? Ganz ehrlich, ich habe überhaupt keine Ahnung, was wir spielen. Das Spiel ist gratis über Steam runterzuladen. Seit dem 15.06.2011 und heute ist der 16. Und ja, ich wollte es einfach mal gucken, was das für ein komisches Spiel ist. Aber es ist umsonst über Steam, ja, und es war 90 MB groß, also es kann nicht wirklich großartiges sein. Und das Spiel heißt The Cat and the Coop. Ja, und hier haben wir eine Einleitung, wie wir das ganze Spiel spielen. Wir steuern das mit den Pfeiltasten und die Spacebar sollen wir zum Wenden drücken, wenn wir uns bei Dr. Mosserdech einschmeicheln oder irgendwie so, falls er aus einem Raum geht. Und wir sollen, ja, Spacebar, also die Leertaste zum Beginn drücken. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nur, dass wir irgendwie eine Katze spielen. Das von den ersten demokratischen Ministerpräsidenten des Irans. Und mehr weiß ich auch nicht. Da stand in der Steam-Beschreibung drin. Und deswegen drücke ich jetzt einfach mal auf die Leertaste. Ich hoffe, man sieht meine Maus. Da muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich in Fraps meine Maus angezeigt habe. Weil ich weiß nicht, ob ich die brauche in dem Spiel. Oder ob ihr die sehen solltet. Ich habe keine Ahnung, wo ich das so einstellen konnte. No Cursor ist aus. Okay, also ist der Cursor an. So. Leertaste. Und jetzt kriege ich auf einmal ein Vollbild hier geliefert. Eben war ich noch im Fenstermodus. Das sieht irgendwie aus wie kranke Kunst. Mohammed Mazahata ist tot. Der vorherige Premierminister des Irans. Irgendwas mit 86 ist irgendwie mit dem Dingens. Wir sind da hoch. Das kommt ganz von alleine hin. Wir sollen hier hochgehen. Und dieses Ding darunter kicken. Und dann steht der komische Geist auf anscheinend. Wow. Ich kann das kaum lesen. Das ist so schlecht zu erkennen. Ah! Ach du Kacke. Irgendwie war Mosades im Gefängnis und sein Gefängnisaufenthalt ist irgendwie... Kann ich den verwirren? Klatsch, jetzt habe ich seine Tinte runtergekickt. Ja, jetzt hat er... Oh, schreibt drauf weiter, ist in Ordnung. Er schreibt einfach auf den Links drauf weiter. Ich erzähle einfach nicht viel, weil ich keine Ahnung habe, was ich hier... So, kicken wir da auch noch die Tinte hin. Tür wieder zu. So, ich soll da hochgehen. Ich wette, ich soll den... Hallo? Oh, jetzt ist es weggerollt. Jo, auch schade, es rollt nicht vorbei an ihm. Das heißt, ich kick's mal da runter, wenn die Tür offen ist gleich. Also... Also, es fang an zu schreiben, du blöder Penner. Oh, weg ist es. Wupp! Ich denke mal, Rätsel gelöst. Das Ganze ist übrigens, wie hat sich's geschimpft, ein Dokumentarspiel. Das sieht verdammt verrückt aus. Also Leertaste ist Aktionsknopf. What the fuck? Wo zum Geier bin ich hier? Oh, der ist dahinter. Ja, irgendwie macht man hier nur kaputt, kann das sein? Da oben soll ich hin. Kaboom! Was
Was auch immer mir das jetzt gebracht hat. Es ist wahnsinnig verrückt, dieses Spiel. Uhu! Ich weiß nicht so ganz, was ich von dem Spiel halten soll. Ein Schwein mit einem Gewehr am Kopf. Ich soll da hoch. Ich drücke einfach die Pfeiltaste, dann geht der da von ganz automatisch hoch. Was haben wir denn hier? Irgendwas, Dr. Mosak hat aufgegeben übers Telefon. 20 Stunden nach dann irgendwas mit geflohen. Und hier ist wieder hin und her gewackelt mit den Türen. Klatsch. Hier, nimm. What the fuck? Geh auf, geh da durch. Soll ich das auch hier durchlocken? Nee, ich soll das hier durchlocken. Das Ding rollt nicht so ganz. So gut. Verdammt, jetzt habe ich selber geblockt. Was ist das überhaupt? Sieht aus wie eine Schere oder sowas. Geh doch da rüber. Verdammt. Mistding. Ja, es ist klar, dass die Tür nicht aufgeht. Ach, Timing ist so eine Sache. Wieder wechseln. Bom. Das ist eine Atombombe, ist dieses Teil da unten. Ach, ich sollte einfach die Tür auflassen. Ich denke, es hat genug Schwung drauf, um durchzurollen. Klatsch, so. Du komm. Da. So. Bitteschön. Ja, er. Die zerschieben den Raum zusammen. Ah, hab ich mich jetzt umgebracht? Die haben uns da runtergekickt. Wow, ein Frosch mit amerikanischer Flagge. Ach, ich bin hier oben drauf. Ich sehe mich kaum. Hier, falls ich. Wenn das nicht sieht auf YouTube, ich besitze auf dieser NATO-Flagge gerade. Dies ist irgend so eine Kirche in England. Hi, Dr. Mahmoud. Oh, danke für die Blumen. Ein Hundepräsident hinten im Hintergrund. Da sitzt ein Hase im Anzug da unten. Okay. Ja, ich stehe doch da oben. Ah. Ich verstehe. Anstatt sich den mit Öl gießen. Oder so. Ja, es kommt Klaviergeräusche, wenn ich das mache. Ja. Ich weiß nicht, was für einen Sinn das hat, Hilfe! Oh, Kaboom! Fresse! So, jetzt muss ich ihn wieder über die Schulter gießen. So, und das Ganze denke ich mal nochmal. Bam! Wieder in die Fresse hauen einmal. Und Öl über die Hände. Wuhu! Durch den Trichter. Bumm. Mich hat ein Hundemensch aufgefangen. Das Spiel ist so wahnsinnig irgendwie. Ich kann auch nichts machen. Ich
kann auch nicht Leertaste drücken. So. Ja, da soll die Fresse halten, verdammt, ich kann doch nicht reden dabei. Kann ich den irgendwie in die Schnauze hauen dabei? Oh, voll in die Kniekehle. Autschi. Schon wieder Öl. Katze, Ölkatze. Schwing, schwing dein Ding. Ach, da unten steigt das Öl. Der Mube, Helme, Horne, Hune. Bam! Feuer auf den Kopf drauf. Noch mehr Öl. Oh, ich bin wohl tot. Ich bin gerade im Ölsaufen. Und der Ministerpräsident schläft sich ruhig auf dem Öl hoch. 1. Mai 1951. Nationalist Dr. Mohamed Mossadegh sagt irgendwas mit... wird irgendwie Premierminister oder sowas. Gott. Das sieht nach einem Kriegsschiff aus. Also... ist meine Maus hier? Nein, meine Maus ist gar nicht mehr drauf. Ich lasse den Text so stehen, weil ich habe keine Lust, das vorzulesen. Ich kann es sowieso nicht so schnell übersetzen, also. Unser Teeraum. Oder unser Ölraum, wo wir eben mit dem Händeschlag und so. Ich habe keine Ahnung übrigens, ob es diese Person hier wirklich gibt. Da könnte ich mal nach dem Spiel nachschauen, ob es... das irgendwie Realität ist oder so, was da alles steht. Das weiß ich nämlich nicht. CIA hat $1 Million darauf ausgesetzt, Mossadegh zu stürzen. Okay. Ich weiß nicht, bin nicht durch oder so? Ich habe keine Ahnung. Das war der komische Raum, wo die eben die Wände immer dichter zusammengeschoben haben. Das ist wieder unser Schweinepanzer. Die Panzer fahren in den Irak ein. Das sind wohl die vier Ratte der Apokalypse da unten, oder was? Aber sie sehen aus wie Mongolen, ja, also hm. Irgendein Zitat. Das hatten wir eben schon. Da, 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 da. Ich scheine durch zu sein. Wir kriegen noch ein bisschen iranische Geschichte zu. Wofür ich mich null interessiere eigentlich, weil mir das Land eigentlich relativ egal ist. Wie die Iraner sind im Streit mit den Protagonisten oder so. Ach, wir werden wieder ins Bettchen zurückgefahren. Das ist ja nett. Nur wir fahren weiter nach oben. Die Uhr ist wieder heile. The Cat in the Coop. Das war's schon. Ich bin durch mit dem Spiel. Und die... ja. Ich... Was soll ich sagen? Ich kann nichts sagen zu dem Spiel. Es ist verdammt krank. Sowas wurde bestimmt von Studenten entworfen. Musik, nein, in Schnells. So ein Kram machen die? Ja, Lyrics, toll. Okay, den Typen scheint es euch zu geben haben, weil Quellen sind hier... es kann irgendein Dings in Los Angeles. Das Time Magazine, Life Magazine und CIA. Und das Spiel ist in diesem Jahr rausgekommen. Da sieht man mal, was so in noch von
entwickelt wird. Obwohl, naja. Die Musik ist ja entspannt, aber das Spiel ist totaler Rotzmüll. Ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Zu Ende. Ich bin rausgekickt. Gut, ja. Mein Fenster hat sich automatisch geschlossen und ich bin auf dem Desktop gelandet, deswegen seht ihr jetzt nichts. Ja, ich beende dann die Aufnahme hier und sage auf Wiedersehen bis zum nächsten Spiel. Oder so. Keine Ahnung. Bye, bye.